Ja gut, verrückt bist du sowieso, wenn du irgendwie mit dem Moped über Monate durch die Welt fährst. Da im Haunetal, da wo wir herkommen, da ist alles noch sehr bodenständig. Da liebt man seinen Garten und da liebt man sein Dorf. Der normale Haunetaler, der bricht dann nicht mal für ein Jahr aus und schaut sich die Welt an. Und dementsprechend bist du immer so ein bisschen ein Exot, wenn du sowas machst. Und in dieser aktuellen Situation einfach noch ein bisschen mehr als ohnehin schon. Ich habe das schon oft gehört, ja, sowohl von Familienseite als auch von Freunden. Und wir waren uns da aber sicher und wir haben halt beide gesagt, wir fahren jetzt los. Wir haben beide unsere Jobs gekündigt. Die Wohnung ist anderweitig vermietet und wir fahren, soweit wir kommen. Und wenn wir bis Italien oder Griechenland kommen, fahren wir wieder heim oder fliegen heim oder wie auch immer. Aber wir haben es wenigstens probiert. Aber trotz, dass sie alle diese Bedenken geäußert haben, standen Familie und Freunde trotzdem immer hinter uns. Also die wussten ja, wir brauchen denen da jetzt nicht ins Gewissen reden, die machen das sowieso. Zweifler gibt es natürlich immer jede Menge. Es ist immer leicht zu sagen, ach, das gab doch nie. Und es ist auch super leicht, viele Argumente dagegen zu finden, gegen alles. Es ist immer leicht, dagegen zu sein. Aber dafür oder was durchzuziehen, ist dann natürlich ungleich viel schwerer. Wir haben uns darauf auch eingestellt, dass wir vielleicht nicht weiter als Italien kommen. Aber das ist ja kein Grund, es nicht zu probieren. Weil wenn man es von vornherein schon ablehnt und verurteilt, dann kann man auch nicht sonderlich weit kommen. Ja, jetzt durch Afrika, was ja schon nicht umsonst als sehr schwierig fahrtechnisch gilt. Natürlich hat Joana sich viel weiterentwickelt als ich in derselben Zeit, weil ich ja wie gesagt Moped fahre, seit ich 8 Jahre alt bin. Meine Kurve geht ja auch leicht hoch, man wird ja schon immer besser, aber ihre Kurve ist halt schon steiler. Also da ist die Verbesserung in dieser kurzen Zeit schon immens. Und das macht mir natürlich immer Spaß, das zu sehen. Und das betone ich natürlich auch immer. Johanna ist völlig wahnsinnig. Also das wärst du vor einem Jahr nicht gefahren. Nicht mal annähernd. Nicht mal, wenn es trocken ist. Nicht mal, wenn du kein Gepäck gehabt hättest. Aber mit Gepäck, bei Regen, nach 200 Kilometern TED, das ist schon nicht schlecht. Da darfst du auch mal trinken. Die ist völlig wahnsinnig. Das war dieser besagte TED, Trans-European Trail, und auf Sardinien war das. Und wir sind eigentlich nach Sardinien gefahren, um dem Regen wegzufahren. Aber er hat uns irgendwie eingeholt und dann waren wir da halt mitten in diesem Berg, mitten in diesem Single Trail und es schüttete und Gewitter und es hörte nicht mehr auf. Und was willst du machen? Wir haben uns erst untergestellt, aber es bringt ja nichts, weil es nicht aufgehört hat. Und dann sind wir weitergefahren. Es war ganz schön rutschig. Der Josh hatte einmal einen Unfall in Frankreich. Weil normalerweise falle ich ja immer und er nicht. Meine Damen und Herren, Ja, toll. ich habe es überlebt. Die Flasche nicht so. Meine Nerven auch nicht. Nee. Wir sind durch den Mont-Blanc-Tunnel gekommen und auf der einen Seite war es trocken und auf der anderen Seite war es nass. Und ich bin da, wo es nass war, so gefahren wie da, wo es trocken war. Und dann hat es bei 90 Sachen in der Spitzkehre bumm gemacht. Bumm. Also auf jeden Fall die Honda, ne? Hat es ganz gut überstanden. Gefedert wurde von unserem Ölbehältnis, was jetzt undicht ist, und von der Fußraste und dem Bremshebel und ein bisschen natürlich von der Satteltasche und ein bisschen alles. Aber Fakt ist, wie wir es gebaut haben, so hält es eigentlich ganz gut. Mein Herz ist erstmal in die Hose gerutscht, aber es ging ihm gut, es ist nichts passiert. Wir waren nicht zum ersten Mal in Europa unterwegs. Und natürlich auch nicht zum ersten Mal in Italien. Also man kannte das schon. Aber wenn du losfährst und weißt, du hast fast unbegrenzt Zeit und machst dir über die Dinge in der Heimat keine Gedanken mehr, dann entkoppelst du dich so ein bisschen von deiner Herkunft, von deiner Heimat und lässt dich mehr auf das ein, was dich umgibt. Und so haben wir die Länder, auch diese langweiligen europäischen Länder, nochmal anders wahrgenommen. Schön wild campen, keinen Zwang, so und so viele Kilometer zu schaffen am Tag und konnten uns mit den Leuten am Straßenrand unterhalten. Also auch diese Länder waren
ein ganz besonderes Erlebnis. Europa ist wunderschön, viele Kulturen auf kleinstem Raum. Was du meinst, sind 4 Quadratmeter, glaube ich. 2 Meter mal 2 Meter, richtig? Ja, da kommen wir hin. Und das ist auch dicht dran. Also der Innenraum des Zeltes ist 2,20 Meter mal 2,35 Meter. Die Anfangsphase auf so einer Reise, die ist natürlich eine große Umstellung, weil du natürlich von deiner Wohnung mit 3 Zimmern auf dein Motorrad mit einem Zelt, also sprich einem mini kleinen Zimmer, dich umstellst. Und am Anfang ist es halt spannend, macht Spaß. Und dann hast du aber so eine Phase, wo du denkst, oh, ich vermisse irgendwie mein Sofa oder mein Bett oder unseren Ofen oder irgendwie so. Ja, aber ach, man gewöhnt sich daran. Das Zelt ist einfach unser Zuhause. Wenn wir das Zelt aufbauen, dann wissen, oder wenn man da drinnen liegt, dann ja, man hat den gelben Himmel über dem Kopf und denkt, ach ja, schön. Gute Nacht. Da, das Muckelzelt. Um die innere Beinmuskulatur zu trainieren, in einem leeren Flussbett nehme man ein Terraband, ein Stück Ast, ein Stein und noch einen Stein. Den einen nimmt man als Hammer, um den Ast in den Boden einzutreiben, und den anderen als Stabilisator. Und siehe da, das Fitnessstudio ist quasi fertig. Hier die erste Probandin. Es funktioniert. Top!